Als ich begann, dieses Testament zu schreiben, war es, als spräche jemand anderes aus mir. Heutzutage ist jeder in Gefahr, sowohl die Libanesen als auch diejenigen, die sich hier ansiedelten und heute im Libanon leben. Ich bin einer von ihnen, und es kann passieren, dass ich entführt und mir das Leben genommen wird, wenn ich auf der Straße zu meinem Heimatdorf Napa gehe. Wenn dieses Gefühl Wirklichkeit wird, möchte ich, dass diese Worte, die ich an meine Familie, an die Einwohner meines Dorfes und meines Landes richte, bestehen bleiben, wenn ich einmal nicht mehr bin. Ich kann dein Gesicht sehen, Gassibe. Du lächelst, strahlend und froh. Im zarten Alter von 11 Jahren musste deine geliebte Familie und dein ruhiges Dorf Napra in den libanesischen Bergen verlassen. Du gehst nach Beirut, wo du, um deine Lieben zu unterstützen, als Tischlerlehrling angestellt wirst. Einsamkeit und Leiden überwältigen dich. War es nicht damals, dass du immer wieder sagtest, wir Christen sollten wissen, wie Leid in Freude umgewandelt wird? Denn nur dann werden wir es wert sein, den Namen, die von unserem himmlischen Meister Auserwählten, zu tragen. Enthielten diese Worte nicht das Geheimnis deiner nicht endenden Lebensfreude? Wir kannten ihn eine lange Zeit. Er kam von Gott. Er hatte immer solch einen wundervollen Sinn für Humor. Sein Gesicht strahlte, es war voller Liebe. Er beschenkte uns Kinder immer mit mütterlicher und väterlicher Liebe gleichzeitig. So kannten wir ihn und so haben wir ihn in Erinnerung. Er brachte Freude in unser Haus. Sobald er seine Wagentür öffnete, rannten wir auf ihn zu und umringten ihn, denn wir waren damals Kinder. Wann immer er kam, brachte er große Freude, eine Freude, die unsere Häuser und das ganze Dorf erfüllte. Ich muss ehrlich sagen, dass diese Freude mit seinem Tod erlosch. Aber ich bin davon überzeugt, dass unser Onkel uns jetzt dort oben im Himmel hört und dass er glücklich ist, uns hier sehen zu können. Er liebte uns damals so, wie wir ihn heute lieben. Und wir glauben, dass wir ihn eines Tages im Himmel treffen werden. Als ich ein Kind war, erzählten mir meine Eltern von dir und von deiner Liebe zu mir. Meine Mutter lehrte mich zu beten: Mein Tag gehört dir, o Herr, der jedem von uns das gibt, was er braucht. Jeden Morgen sprach ich dieses Gebet und am Abend: Herr, ich vertraue meinen Geist deinen Händen an. Ich tat dies mit der Einfachheit eines Kindes und hörte meine Eltern, wie sie sagten: Vater unser im Himmel. Mein Geist nahm diese Worte sofort auf, obgleich mein Verstand nicht ihre Bedeutung ergründen konnte. Ich konnte sehen, wie sich meine Eltern dir zuwandten, wenn sie in Gefahr waren oder wenn sie etwas brauchten oder dankbar und voller Freude waren. Sie stützten sich immer auf dich, ob im Leid oder in Freude, und glaubten mit aller Kraft ihres Glaubens. Du wärest ihr einziger Heiland. Ich hörte und sah all dies in unserem früheren Heim, das so arm war, dass ich keine Neider haben konnte. Tatsächlich wäre es in Wahrheit unmöglich gewesen, ein ärmeres Heim als das unsere zu finden. Vielleicht mit Ausnahme des Stalls, in dem du geboren wurdest. Und damals verstand ich, wie reich das Heim eines Armen in dir und mit dir sein kann, o Herr. Wir versammelten uns immer in diesem Heim. Freude, Liebe, Gesang, all das gab es hier. Gassibe war stolz auf seine Armut. Er liebte bescheidene Wohnungen, denn der Erlöser war in einer Krippe geboren. Deshalb wollte er keine Paläste besitzen und hätte sich gefreut, in einem Heim zu wohnen, das sogar noch ärmlicher als dieses ist. Wann immer er jemanden auf der Straße traf, sagte er: Komm und besuche uns. Wir werden etwas zusammen essen und reden. Wir verließen dieses Haus, als Gassibe vor 24 Jahren getötet wurde. Jeden Morgen hörte ich in diesem Zimmer meinen Vater, wie er sagte: Alle Völker, lobet den Herrn. Ich hörte vor dem Fenster Vögel singen. Unser Zuhause war schön und sauber. Wir wuchsen in diesem Zuhause auf mit unseren Eltern, die ein bescheidenes Leben voller Gebete lebten. Sie lehrten uns, wie wir leben sollten. Und das bereitete Gassibe auf seinen Märtyrertod vor. Er war durch meine Eltern mit wahrem Glauben erfüllt, und dies gab ihm wiederum die Stärke, sein Leben als Opfer hinzugeben.
In deinem 17. Sommer ging dein Vater zum Herrn. Du musstest in das Dorf zurückkehren, um dich um deine Mutter und deine Schwestern zu kümmern. Du hast keine Arbeit und du widmest deine ganze Zeit den Kindern. Du öffnest ihr Herz der Wahrheit Gottes. Dies wird deine Freude und dein Leben. Es war zu jener Zeit, dass unser Bischof entschied, unsere Katechisten zu bezahlen, weil sie auch leben müssen. Daher schlug ich Gassibe vor, sich schulen zu lassen und uns auf unseren Rundgängen zu begleiten. Auf diese Art würde er wenigstens etwas verdienen. Er war zuerst nicht sehr begeistert und wandte ein, das Wort Gottes sei nicht zu verkaufen, sondern er wolle die Leute umsonst unterrichten. Aber er musste leben. Und schließlich nahm er unser Angebot an. Es war eine große Freude, ihn beim Lehren des Katechismus zu beobachten, zu sehen, wie er das liebte. Er fuhr mit uns zu allen 14 Dörfern, in denen wir lehrten. Die Kinder liebten ihn. Wie er mit den Kindern sprach und die Leichtigkeit, mit der er seinen Glauben an sie weitergab, war etwas, das man gesehen haben muss, um es zu glauben. Er war ein sehr unkomplizierter und gleichzeitig sehr tiefsinniger Mensch. Vater Nicola kam eines Tages ins Dorf, um die Messe zu feiern. Ich führte damals den Chor und wir hatten uns große Mühe bei den Vorbereitungen gegeben und alle Kirchenlieder wiederholt, die wir singen wollten. Die Messe begann, aber ich setzte mit den ersten Takten einige Sekunden zu spät ein. Als Antwort brach Vater Nicola, der wohl bekannt dafür war, den Ton nicht zu treffen und schon am Altar stand, in das Lied ein. Nach dem Gottesdienst sprach ich mit Gassibe, während ich sauber machte. Vater Nicola hat unser schönstes Kirchenlied, das zu lernen uns so viel Zeit und Anstrengung gekostet hat, wirklich verdorben. Gassibe war über meine Äußerung ziemlich bestürzt. Er sah mich an und sagte, ärgern dich solche Dinge wirklich? Glaubst du, dass du dich daran erinnern wirst, wenn deine letzte Stunde schlägt? Solche Dinge haben keine Bedeutung. Deine Berufung, Gott zu dienen, begann zu wachsen und zu reifen. Weil du ein Priester und Diener des Herrn werden willst, suchst du nach einem Priesterseminar, das dich weiterbringen würde. Aber es ist nicht leicht, denn du bist zu arm und hast keine akademischen Erfolge vorzuweisen. Aber schließlich öffnen dir die Jesuiten von Tanail ihre Türen. Er betete oft in der Marienkirche. Er betete zu Maria und zu Jesus. Manchmal ging er den ganzen Weg bis zum Teich spazieren. Ein großer Teich, der dieser Straße folgend keine 20 Minuten von hier entfernt ist. Während des Weges gab er sich religiösen Betrachtungen über die Mysterien des Evangeliums hin und sann über Jesus und über Gott nach. Ich kannte diesen jungen Mann, denn er besuchte unser Heim in Tanail. Es war deutlich, dass er ein Mensch war, der den Drang zu beten hatte. Wenn man mit ihm sprach, hatte man den Eindruck, dass er eine Berufung hatte. Er hatte auch das Gefühl, dass der Herr ihn rief, obgleich er sich zu jenem Zeitpunkt noch nicht darüber bewusst war. Als ganz normaler junger Mann hegte er keine Gedanken an einen Märtyrertod, sondern eher an das Priestertum und ein religiöses Leben. Es ist soweit. Zeit, das letzte Opfer als Ausdruck einer grenzenlosen Liebe darzubringen. Du bist verraten. Weihnachten naht. Und am 22. Dezember 1975 willst du nach Hause gehen, um mit deinen Lieben in Napcha zusammen zu sein. Von Soldaten umgeben, durchlebte das ganze Dorf eine schwere Zeit. Kassibe rief vom Kloster bei dem einzigen Geschäft in unserem Dorf an, in dem es ein Telefon gab. Ich wurde gerufen und wir unterhielten uns. Er fragte, was hier passiere.
Ich antworte, dass im Allgemeinen alles ruhig sei, riet ihm aber nicht einmal ans Kommen zu denken und im Kloster zu bleiben. Er antwortete, nein, nein, ich komme. Ich wiederholte, er solle nicht kommen und dort bleiben. Aber er bestand darauf, am nächsten Tag zu kommen. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, dass obgleich nichts Bestimmtes passierte, er dort bleiben solle. Aber er blieb hartnäckig und sagte, nein, ich muss morgen kommen. Moslems in unserem Dorf informierten uns, dass im benachbarten Dorf ein Körper gefunden wurde, der im Schlamm lag. Das erschien sehr wahrscheinlich, denn es hatte die letzten 24 Stunden gegossen und alles war nass. Weil die Leute sagten, es könne sich um Ghasibe handeln, sprang ich sofort mit einem Moslem, der mich fahren sollte, ins Auto, um nach dem Körper zu sehen. Er war 2 Tage zuvor verschwunden und niemand wusste, wo er war. Also begannen wir, nach ihm zu sehen und früher als uns lieb war. Lange vor dem Dorf begegneten wir dem Auto, das seinen Körper transportierte. Er lag nicht im Innern des Wagens, sondern war sorglos in den Kofferraum geworfen worden, wobei seine Beine und sein Kopf hin und her schleuderten. Als ich ihn so sauber sah, mit Schuhen, die aussahen, als seien sie gerade frisch poliert, fragte ich, wie könnt ihr sagen, er sei im Schlamm gefunden worden? Sie antworteten, sieh sein Gesicht an. Ich sah, dass sie einen Schlammklumpen platziert hatten. Sie hatten ihn zusammengedrückt und geformt und dann in sein Gesicht gedrückt. Man konnte noch die Handabdrücke sehen. Ich zuckte mit den Schultern. Man konnte nicht anders als weinen, weil das, was sie sagten, eine eklatante Lüge war. Und alles kam ans Licht. Du wurdest entführt, weil du dich weigertest, das Land deiner Ahnen zu verkaufen. Du wurdest als Geisel genommen. Sie behielten dich 2 Tage lang. Aber dann bekreuzigtest du dich, wie immer vor dem Abendessen. Du wusstest, dass du, wenn du dies im Hause eines Moslems tust, Gotteslästerung begehst, für die dir die Todesstrafe droht. Weißt du etwas über den Tod von Ghasibe? Nein, weil er nicht hier getötet wurde. Es passierte dort, Ilad. Wir können euch nichts erzählen, weil wir nichts wissen. Wie kann ich euch irgendetwas erzählen, wenn meine Augen es nicht gesehen, meine Ohren es nicht gehört haben? Dort lebte eine bestimmte Familie, die fanatischer als alle andere war. Sie wollte dieses Land von Ghasibe kaufen. Sie steckt hinter dieser Geschichte. Die Moslems besitzen dort das meiste Land, während die Christen nur sehr wenig besitzen. Man muss viel Land besitzen, um auch nur den geringsten Nutzen aus ihm zu ziehen, denn es ist nicht sehr fruchtbar. Zuerst zögerten wir, ihn einen Märtyrer zu nennen, weil im Wesentlichen der Hauptgrund für seinen Tod das Land gewesen war, das dieser Moslem kaufen wollte und Ghasibe nicht verkaufen wollte. Aber später, als wir erkannten, dass er getötet wurde, weil er sich vor dem Essen bekreuzigte, verstanden wir, dass man ihn als Märtyrer bezeichnen konnte. Macht aus meinem Begräbnis einen Tag der Frömmigkeit und nicht der Trauer. Lasst die heilige Messe vom Gemeindepfarrer allein abhalten. Erzählt es keinem. Ich werde mich wohlfühlen, wenn mir der Tischler einen Sarg aus alten Brettern baut und der Chor soll so lange wie möglich singen. Das wird mir Freude bereiten. Es überraschte uns, wie sonnig der Tag des Begräbnisses war, weil es bis dahin schrecklich geregnet hatte. Wir waren so davon überzeugt, Ghasibe habe durch etwas ganz Außergewöhnliches gelebt, dass jeder sang und niemand weinte. Im Ort gab es keinen Sarg, selbst in Baalbek gab es keinen. Schließlich war Krieg.
Also sammelte der Tischler des Dorfes, selbst von mir, schnell ein paar Holzbretter zusammen, die er dann zu seiner Werkstatt trug und dort einen Sarg baute. Aber ohne Deckel, denn es war kein Holz erhältlich, aus dem man einen bauen konnte. Ich ging mit dem Schlüssel, den er mir gegeben hatte, in sein Zimmer. Als ich die Tür öffnete, konnte ich an nichts anderes denken, als etwas von ihm zu finden, etwas, das mich an ihn erinnerte. Beim Öffnen einer Schublade fand ich ein Foto und behielt es als Erinnerung. Aber am meisten überraschte mich der versiegelte Umschlag, den ich auch fand und auf dem stand von Gassibe. Ich war verblüfft, dass er ein Testament geschrieben hatte. Warum? Woher wusste er, dass er sterben würde? Ich wende mich bei vollem Bewusstsein an meine Mutter und meine Schwestern. Seid nicht traurig, weint oder jammert nicht. Auch wenn er lang erscheinen mag, so wird dieser Abschied nicht für immer sein. Wir werden uns im Himmel treffen, wo Freude ist. Traurigkeit existiert nur im Moment des Abschieds. Aber verzweifelt nicht, denn Gottes Gnade ist grenzenlos und wird uns alle vereinen. Fast jede Nacht bete ich für die, die ihn töteten, denn Gassibe liebte bis zu seinem Ende und legte dafür mit seinem eigenen Blut Zeugnis ab. Wie sein Meister Jesus, der, als er am Kreuz starb, sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind wie unsere Brüder. Wir leben mit ihnen. Sie sind unserem Nachbarn. Wir lieben sie. Wir hegen keinen Groll gegen sie, auch wenn sie Moslems sind. Ich erfuhr von seinem Tod, als ich im Libanon war. Ich traf seine Mutter. Was mich an ihrem Verhalten am meisten bewegte, war ihr Wille zu vergeben. Vergebung ist der größte Liebesbeweis, den es gibt. Häufig wird durch das Vergeben etwas aus unserem Inneren herausgerissen. Zu vergeben heißt zu lieben und zu trösten. Und sie war dazu in der Lage. In meinen Augen zeigt uns diese Frau den Weg nach vorn und erhält unseren Weg. Sie ist die Bestätigung dafür, dass Vergebung eine so wesentliche Wahrheit ist. Ich habe nur eine Bitte an euch. Vergebt denen, die mich töteten, von ganzem Herzen. Fordert zusammen mit mir, dass mein Blut, selbst da ich ein Sünder bin, als Sühneopfer für die Sünden Libanons dient, dass es mit dem Blut aller Opfer aller Seiten, was immer ihr Glaube ist, vereint wird, dass es als Preis für die Tugenden, die aus diesem Land dieser Welt verschwunden sind, dargeboten wird, den Tugenden des Friedens, der Liebe und der Eintracht. Ich betete immer mit Gassibe zu Gott, dass er auf den Libanon sehen und allen Einwohnern dieses Landes Frieden und Eintracht bringen sollte. Heute danken wir Gott, denn unsere Gebete sind erhört worden. Und selbst wenn Gassibe jetzt im Himmel ist, bleibt er auch unter uns und ist sicher genauso dankbar, dass Gott unser Gebet erhört hat.